Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bausteinfolge aus meiner Reihe Let's Build. Und ich habe euch hier ein Set mitgebracht. Das habe ich schon seit, oder haben wir schon, meine Frau und ich, schon seit Weihnachten letzten Jahres hier stehen. Ich bin heute so dran vorbeigegangen und dachte mir, ach, da machen wir doch schnell ein Video von, ne? Weil habe ich euch ja noch nicht gezeigt. Es ist das Kevin allein zu Haus aus der Lego Ideas Reihe. Besteht aus 3900 Teilen, meine ich. Ja, genau, so war's. Es ist das Home Alone Franchise, also sprich Kevin allein zu Haus, New York, was auch immer. Das Haus der Familie McAllister. Ich hatte gerade noch so ganz kurz so einen kleinen Anflug von Bedenken, ob ich euch das tatsächlich zeigen soll, weil Lego hat sich ja, ja ich sag mal, mit seiner letzten Aktion nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die mir folgen, kennen hundertprozentig auch Johnny's World und er hat da gegen Lego tatsächlich vor Gericht verloren bezüglich Markenrechtsverletzung. Schaut es euch gerne an. Das Video, ich verlinke es euch unten einfach mal. Also macht für mich das Unternehmen nicht besonders freundlich, aber ein ganz tolles Set haben sie uns hier hingestellt und das zeige ich euch jetzt mal. Ihr seht, es ist ja alles so voll, ne? Es ist wirklich riesig. Es kostet, meine ich, 250 Euro. 250 Euro hat es damals gekostet. Meine Frau und ich haben es live damals an Heiligabend auf Twitch gebaut. Es war ein ganz toller Nachmittag. Wir hatten, oder Vormittag, Nachmittag, die Erinnerung verschwimmen. Wir haben nämlich zusammen das gebaut. Es eignet sich hervorragend, um es zu zweit zu bauen, tatsächlich. Und wir haben uns da schön zusammen hingesetzt, haben diese Steine zusammengesetzt, haben Plätzchen gegessen, Likörchen getrunken. Es war ein ganz lustiger Tag. Und ja, schauen wir es uns jetzt einmal an. Wir fangen mal mit dem Karton an. Es ist eine riesige Box, wie ihr seht. Vorne mit dem, was ihr bekommt. Ihr bekommt quasi das Haus, das Baumhaus, ein paar Figürchen. Es sind 5 Figuren müssen dabei sein, ne? 5 Figuren? 5 Figuren sind dabei. Und ein Auto. Den Lieferwagen der feuchten Banditen. Ja. Gucken wir uns auf der Rückseite an. Da sieht man das ganze Set. Es ist tatsächlich, würde ich sagen, bespielbar. Es ist nicht nur rein zur Deko. Wir haben es tatsächlich das ganze Jahr über als Deko stehen auf dem Esszimmertisch, weil es einfach schön ist. Und gerade zur Weihnachtszeit macht es sich sehr gut. Man kann es halt aufklappen und da sind verschiedenste Sachen mit dabei. Aber ansonsten ganz normale Box für ein Set dieser Größe. Es ist natürlich voll modular. Also man kann es auf jeden Fall abbauen. Ich sage nochmal ganz kurz die Maße. Es hat eine Breite von 34 cm. So, Höhe steht hier nicht drauf. Ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht nachgemessen. Hier steht Batterie ist dabei. Wir haben nämlich ein Spielfeature in beleuchteter Variation. Und ja, wir gucken es uns an. Wir haben also, wie gesagt, das Haus. Wir haben hier den Lieferwagen der feuchten Banditen. Meine Frau hat darauf bestanden, dass wir alle Aufkleber anbringen. Warte mal ganz kurz. Ich muss kurz gucken. Ja. Meine Frau hat bestanden, dass wir alle Aufkleber damals angebracht haben. Ihr wisst, normalerweise mache ich es nicht. Diesmal habe ich es gemacht und ja. Meine Frau hat die aufgeklebt. Ich habe sie nicht aufgeklebt. Deswegen sehen die wahrscheinlich alle so gerade aus. Wir gucken mal. Ersatzteile kann ich jetzt nicht mehr identifizieren, aber ihr wisst ja, normal sind so diese 1x1 Kleinscheiß. Ist irgendwo mit dabei noch als Ersatzteil. So, wir haben einen netten Schinken als Anleitung. Wir gucken uns die Anleitung einmal an. Was ich schon ganz nett finde, ist, dass man hier vorne auf der Anleitung schon direkt den Battleplan sieht von Kevin McAllister. Ne? Also man sieht so die verschiedenen Verteidigungsapparaturen, die er hier halt für die feuchten Banditen vorbereitet hat. Ne? Das, was er quasi, als er die Vorbereitung trifft, so fett ausrollt und dann hat er da diesen Battleplan. Ne? Dann sind hier so ein paar Bilderchen drin, so ein paar Details. So ein paar Szenen aus dem Film, ne, wie hier zum Beispiel der Klassiker mit dem Bügeleisen. Ne, so das Übliche. Also ein bisschen was fürs Franchise. Ne, dann, ihr wisst, Lego, Pillepalle einfach zu bauen. Ich suche mal gerade eine nette Szene raus. Hier, da seht ihr so, was da so los ist. Es ist so das Übliche. Klar, Lego-typische Qualität. Jetzt nicht die besten nach meiner Meinung. Wir haben verschiedenste Farbabweichungen, zum Beispiel hier in den Mauersteinen und so. Gucken wir uns aber gleich an. Na, also im Prinzip riesiger Schinken für 3900 Teile. Aber gut, das Set ist ja auch empfohlen ab. Es ist ein 18-Plus-Set sogar. 18-Plus, das kann ich mir gar nicht erklären. Weil die Bautechniken können es nicht sein.
Die Bautechniken können es nicht sein. Die Menge der Steine können es eigentlich auch nicht sein, weil es sind alles große Steine, muss man dazu sagen. Es sieht hier sehr kompakt aus tatsächlich. Es sind große Steine, es sind viele Mauersteine dabei. Dann kann es eigentlich nur das Franchise sein, oder? Weil wann war Kevin? Wann war Kevin? Das war um 1990 rum irgendwo da, ne? 93, 92, 91, irgendwo da. Klar, dass dann natürlich nur die, die über 18 sind, die Filme vielleicht kennen. Könnte sein. Könnte man mutmaßen. Ich lege den Schinken mal auf Seite, damit wir ein bisschen Abstand haben. Es ist wirklich sehr beengt hier. Wir schauen uns mal erstmal das Zeug an, was dazugehört. Das hatte Kevin bei mir. Als wir das drapiert hatten auf dem Tisch, hatte Kevin das hier in der Hand. Das kennt ihr vielleicht. Das ist dieses Ding, womit er halt von seinem Spielzimmer oder von seinem Kinderzimmer, vom Dachboden aus runterrutscht an das Baumhaus. Das hat er dann so in der Hand und macht dann diesen Hui. Ne? Kommt auf Seite. Wir haben hier einen netten kleinen Schlitten. Den mag ich sehr gerne. Der ist total simpel, der ist einfach gestrickt, der ist funktional und er ist formschön. Genau mein Ding. Das ist der Schlitten, mit dem er auch da die Treppe runterrutscht. Ihr wisst es. Wir haben das Auto der feuchten Banditen. Die kommen ja als Klempner irgendwie verkleidet, kommen die ja irgendwie in die Häuser. Und sie nennen sich deswegen feuchte Banditen, weil sie immer irgendwie das sind ja die beiden, ne? Das ist der Kleine, der Marv, der Harry, und der Marv ist der Lange, der ein bisschen dösig ist. Und der Marv ist halt, hat halt so als, ja, hatte die Idee mal als Erkennungsmerkmal, die Abflüsse in der Spüle und so bei den Häusern, die sie überfallen haben, zu verstopfen mit Handtüchern und so und dann das Wasser aufzudrehen. Und damit waren sie halt die feuchten Banditen. Hatte dann im Nachgang natürlich war eine ganz blöde Idee, weil damit konnten sie natürlich etliche an Einbrüchen natürlich nachweisen. Das Auto ganz einfach gebaut. Wir haben keine Türen. Ne, man kann das Dach abnehmen. Man kann das Dach immer abnehmen. Es ist modular. Da kann man reingucken. Man sieht da auch eine Kiste mit so Zeugs, die sie so mitgenommen haben. Hier, was weiß ich. Ich zeige mal gerade hier so einen netten kleinen Pokal und so. Alles, was. Man sieht da eine Szene, wo sie dann halt diesen Wagen bestücken und alles reinschmeißen aus ihrem Raubzug. Und dann sind halt so, ist halt so ein Zeugs da drin, ne? Das ist halt, ja, das kommt dann einfach da drauf wieder. Fertig, wird über die Jumper Plates angedockt. Und fertig. Es hat natürlich keine Federung, gar nichts. Es ist einfach nur ein Auto. Ich finde es ganz nett, wenn es mit dabei ist. Oh, jetzt habe ich es rausgeklappt. Ah, ich habe es ein bisschen rausgeschmissen hier. Da ist natürlich eine Klappe hinten drin. Tun wir das wieder da rein. Im Prinzip ein bisschen unspektakulär. Aber es ist schön, dass dabei ist. Ne? Die Aufkleber, man sieht sie. Ne, das ist nicht bedruckt. Kommt nicht ins Träumen. Das ist selbstverständlich alles als Aufkleber. Ne? Und man sieht, na gut, hier sieht man jetzt noch nicht wirklich die Farbabweichung, aber beim Haus sieht man sie. Wir haben fünf Minifiguren. Fünf Minifiguren. Ich finde, wenn man ein Franchise vertreibt, wie jetzt zum Beispiel Star Wars, Indiana Jones, Home Alone von mir aus, ne? Dann sollte man schon, ich sage mal gerade im Rahmen der Figuren, mehr, wie soll ich sagen, mehr Details und mehr Aufwand investieren. Weil die kosten ein Schweinegeld. Die kosten auch so ein Schweinegeld, sehen aber total unspektakulär aus. Fangen wir mal an hier. Gucken wir mal, ob wir es scharf kriegen. Ah, ich muss mich noch länger machen. Da rechts und links ist natürlich ein bisschen blöd. Ich versuche mich mal so ein bisschen zu verstecken. Jetzt geht's. In der Mitte haben wir Kevin. Natürlich. In seinem typischen A-Gesicht. Links daneben ist der Marv und rechts daneben ist der Harry. Etwas kleiner, hat auch die kürzeren Beine, die gleiche. Nach der Bauform müsste er genauso klein sein wie Kevin. Er ist aber ein bisschen größer. Wir gucken es uns gleich nochmal im Detail an. Kevin hat auch ein Wendegesicht. Dann machen wir ihn so. Da hat er halt ein freundliches Gesicht. So. Das wäre Kevin. Dann nehmen wir mal Harry. Harry hat kein Wendegesicht. Harry ist. Ach, dann habe ich euch vergessen zu zeigen. Also die Rücken sind auch bedruckt bei den Figuren. Na, die Rücken sind auch bedruckt. Aber ansonsten keine Arme bedruckt, keine Beine bedruckt. Die Rücken sind marginal nur bedruckt. Ja. Was bei Harry ganz cool ist, finde ich. Ich zeige es nochmal ein bisschen näher. Ach, Harry. Marv. Sorry, ich komme ganz durcheinander. Bei Marv. Marv ist der Doofe.
Der ist ein bisschen blöd. Na komm. Jetzt. Da haben sie schön die Koteletten rausgearbeitet. Finde ich passt sehr gut. Auch die Frisur finde ich sehr gut. Und er hat ein Wendegesicht. Und das finde ich echt cool. Hoppla, jetzt habe ich die Brechstange weggemacht. Natürlich, die Kuhfüße. Na komm. Da, da, da. So. Vielleicht kann man es jetzt schon erahnen, auch wenn es nicht scharf ist. Na komm. Ja, Zappalott. Jetzt fokussier doch mal. Warum muss ich jetzt tatsächlich aufstehen dafür? Jetzt. Seht ihr es? Das ist der Abdruck von dem Bügeleisen, als er das Ding auf den Kopf gekriegt hat. Finde ich ganz cool als kleines Spielfeature tatsächlich. Aber wir drehen ihn natürlich wieder in normal um. Ich finde, die Gesichtszüge haben es auch sehr gut getroffen. Und das sollte bei einem Franchise tatsächlich auch so der Fall sein. Dann haben wir noch hier zwei... da haben die auch Wendegesichter. Ah, nur der links. Wir haben einmal den etwas gruseligen, aber schon sehr liebenswerten Nachbarn mit der Schneeschaufel. Komm, wird scharf. Ich muss auch meinen Kopf hier aus dem Bild ziehen, damit das macht. Na komm. Ach, das ist immer so ein Graus, Figuren zu zeigen. Sorry. So, jetzt kommt er. Na, da ist der Großvater von nebenan, der Nachbar mit der Schneeschaufel. Und wir haben daneben Mama McAllister. Sie hat auch ein Wendegesicht, sie hat auf der anderen Seite noch ein freundliches Gesicht. Aber ja, ist halt ganz nett. Aber jetzt nichts wirklich Spektakuläres. Das Spektakuläre kommt jetzt tatsächlich. Und da muss ich sagen, ich bin ja mit dem Film aufgewachsen. Kevin allein zu Hause war so ziemlich einer der ersten Filme, die ich mich daran erinnern kann, dass ich im Kino gewesen bin. Die ersten Filme, die ich mich erinnern kann, im Kino gewesen zu sein, waren Santa Claus. Also nicht dieser Blödsinnsfilm mit Tim Allen, sondern noch der mit David Huddleston und Dudley Moore. Mit den Zuckerstangen, wo die Leute anfangen zu fliegen und so. Ganz geiler Film. Kann ich euch nur empfehlen. Schauen wir jedes Jahr zu Weihnachten mindestens einmal. Dann den Ariel, die Meerjungfrau tatsächlich. Und Kevin allein zu Hause. Es war göttlich. Wir haben gelacht wie für 10. Wir fangen direkt mal an. Ich zeig's einmal. Ich zeig's einmal in Gänze. Und jetzt sieht man schon an den Mauerwerken, da sind zum Teil wirklich Farbabweichungen dabei. Ich weiß, da sind auch Fettfinger drauf, aber zum Teil sind da auch Farbabweichungen in den Brauntönen drin. Aber es sieht trotz alledem sieht es sehr cool aus. Ne? Wir haben hier oben das schöne weiß durchgeslopte und gefließte Dach. Wir haben hier die schönen Mauersteine, wo zwischendurch die Applikationen sind mit den Ziegeln. Wir haben hier so diese Fensterläden, die klappbaren haben wir angedeutet, die sind nicht bewegbar, die sind einfach nur dekorativ da angedübelt. Na, unten schön den Vorgarten, ich kipp's mal ein bisschen, unten der Vorgarten, ne, mit diesen Girlanden da gemacht, ne? Dann der Kranz an der Tür, ne? Die Tür an sich finde ich sehr opulent gestaltet mit den Glasapplikationen rundherum, ne? Das sieht halt sehr schön aus. Ihr baut Tonnen von diesen Fenstern, ihr seht schon, ihr baut Tonnen von diesen Fenstern. Gehen wir hier rum. Hier sieht es genauso aus. Wundert euch nicht, dass der Baum da oben drauf steht. Der gehört da gar nicht hin. Das ist halt, zum Transport ist das natürlich ein bisschen besser, wenn man den irgendwo festmacht, weil sonst steht er einfach nur doof rum. Na, hier unten der Keller, seht ihr rechts im Bild, das schwarze, wo dann auch der gruselige Ofen hinter ist. Ich versuche es nochmal weiter zu packen. Es gibt viel zu packen, also tun wir es ihnen an. Ne? Hier ist dann die Mülltonne. Der Keller, wo dann auch die, man sieht es mit diesen Trans-Blue-Fliesen, dass da auch die Eisschicht ist, ne, wo sich der Marv immer auf die Fresse legt und so. Ne. Sehr nett gemacht. Ansonsten ist das Haus an der Seite wirklich so mit am unspektakulärsten. Aber dann gucken wir es uns mal im Detail an. Fangen wir doch mal an mit dem Bäumchen. Machen wir erstmal so das Drumherum, bevor wir dann zum eigentlichen Pièce de Résistance kommen. Es ist ein bisschen Staub drauf, aber ich denke mal, wir werden es verschmerzen. Ich werde mal eben den Baum etwas lösen, so, von der Strippe. Wir haben hier ein schnuckliges Baumhaus. Finde ich ganz nett. Oben drauf so ein Flieger, der sich da in den Ästen verfangen hat. Hier ist der Baum, ein bisschen braun und grün und weiß Zeug. Ne? Da ist die Schere. Damit hat er ja
als er dann runtergerutscht ist, Kevin, sind ja die feuchten Banditen, wollten hinterherklettern. Diese doof muss ich sein. Und dann hat er natürlich mit der Schere, mit so einer großen Heckenschere, hat er dann das Seil gekappt und die sind erstmal so voll wieder auf dem Bad gelandet. Und das ist ein schickes kleines Baumhaus. Finde ich ganz nett. Na, hier so mit diesen Slope-Elementen ganz schön designt. Ganz einfach designt. Also das ist wirklich gar kein Thema, das zu bauen. Völlig stabil. Nichts, was in irgendeiner Art und Weise rumschlackert. Völlig gut. So, dann haben wir hier ja das hier. Das nehmen wir mal ab. Oder? Oder lasse ich es lieber sein? Nein? Wir gucken mal, ob ich es abkriege. Da kriege ich es ab. Gut, lassen wir es weg. Dann, hoppla, 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 die Mülltonne. Die muss da wieder drauf. So. Wir können hier natürlich ein bisschen was aufklappen. Wir haben ja ein paar viele verschiedene Spielfeatures. Aber bevor wir das, doch, machen wir. Ich zeige euch einmal den Gesamteindruck. Man kann es hier so, nehmen wir den am besten. Man kann es so aufklappen. Man kann es natürlich so aufklappen. Und weil das aller guten Dinge sind drei, kann man es hier auch nochmal aufklappen. Also wir haben hier wirklich eine riesige Spielwelt drin, wo hier wirklich, ich würde mal sagen, tatsächlich jede Filmszene so nachstellbar ist. Das finde ich an sich ganz geil. Ne? Also das habe ich so bei Lego tatsächlich nur sehr selten in Erinnerung, dass das wirklich so opulent ist. Gut, mal sagen wir mal ehrlich, es sind 250 Euro für 3.900 Teile. Es ist preislich sogar noch vertretbar, würde ich sagen. Nach Lego-Verhältnissen ist es sogar vertretbar. Ne? Das machen wir nochmal zu. Dann zeige ich euch nochmal die Rückseite. Wir müssen uns einfach, ich muss es auch gucken, dass ich es handeln kann, weil es ist wirklich sehr groß. Hier hinten haben wir ja die Küche und den Waschraum. Fangen wir damit an. Das ist so konnektiert mit Kreuzachsen und Technikpins. Gucken wir das mal auf Seite. Das Dach hier ist modular. Und ihr seht schon wieder, da haben sie wieder irgendwelche Farben drin versteckt. Aber das überrascht uns doch jetzt nicht mehr wirklich, oder? Bei Lego. So. Und jetzt schauen wir mal an. Warte mal, das kann man auch noch abnehmen hier. So. Gehen wir mal im Keller los. Gehen wir im Keller los. Was ist denn das für ein Deutsch? Also wirklich, ne? So. Da sieht man die Waschküche, ne? Wir haben da einen Trockner, eine Waschmaschine, einen Aufkleber mit einer Socke auf dem Boden, ne? Alles da. Leider nicht alles durchgefließt, echt schade. Aber, und da sieht man diesen gruseligen Ofen. Und da ist das Technik-Feature, oder das Spiel-Feature, was sie ganz groß auf der Packung angekündigt haben. Da ist so ein Lightbrick drin mit einer Batterie. Das heißt, wenn er aufgeht, meldet sich der Ofen zu Wort. Ja, ich packe es jetzt halt an einer ungünstigen Stelle an, deswegen flackert das ein bisschen. Es funktioniert aber reibungslos. Das ist nichts anderes, als dass da so ein kleiner Hebel ist, der eben auf diesen Knopf drückt. Mehr ist das nicht. Einfach nur durch das Ankippen dieses Elements. Ja. Ist an sich cool gemacht, wirklich. Und jetzt sieht man hier nochmal ganz schön die Transblue, ne, wo die sich auf dem Bad gelegt haben. Was ich ein bisschen ungünstig finde, ist, dass die hier als Tür genommen haben, so eine Zugtür. Das finde ich ein bisschen ungünstig. Und soweit ich mich erinnere, war die Tür auch nicht weiß. Die war, glaube ich, so gräulich oder so. Aus dem Film. Solltet ihr den Film anders in Erinnerung haben, sagt es mir bitte, ja. Darüber haben wir die Küche. Und die Küche finde ich auch übersät mit Details. Ich komme mal näher ran. Damit der kleine Flo hier nicht gepresst wird. So. Oh, das Video wird länger, ich sehe es schon. Ja, wir haben da die Pizzaschachtel von Little Nero's. Mehrere Pizzaschachteln. Wir haben oben an der Tür hier, da haben wir den Flammenwerfer dran, diesen Schneidbrenner, womit er dem Harry die Glatze poliert. Ne? Da ist der... Sorry, hier ist der Fernseher, da in der Ecke, ne, wo sich doch Kevin dieses Angels and Dingsbums da anguckt, also diesen Gangsterfilm, ne? Mikrowelle ist klar. Haben wir da eine Mikrowelle? Ich muss mal echt gucken, wie das hier zeigen. Eine Mikrowelle. Da ist Pizza und alles ist, wie gesagt, beklebt, oder? Ist das auch beklebt? Wartet mal. Ich weiß das gar nicht mehr. Ne, wir haben tatsächlich einen Print. Eine Pizza. Das ist ein Print. Sehr gut. Wenigstens etwas. So. Dann. Gucken wir da nochmal. Da ist eine Kühlschranktür.
Was ein bisschen schade ist, dass sie einfach nur eine normale Tür genommen haben und keinen richtigen Kühlschrank. Aber gut, fürs Gedankliche reicht es ja. Ja, das ist an sich ganz schön. Haben wir sonst noch was Schönes hier drin? Den Vorhang finde ich sehr stark. Diese Bautechniken kennen wir ja zum Beispiel auch mit dem Vorhang hier. Das kennen wir ja zum Beispiel auch aus den Western-Sets von Bluebricks. Ihr werdet euch erinnern, ne, wo ich dann tausende von diesen Vorhängen bauen musste in der Art. Ja. Und hier ist... Moment, hier ist schon das Spielfeature. Das haben wir nämlich ganz vergessen. Das setze ich jetzt mal hier auf. So. Und das hier, dieser Connector, der setzt nämlich was in Gang. Jetzt schaut mal hier unten dahin. Na. Na, wo bleibt es denn? Spielfeature? Ach, hat sich das da verkantet drin? Ja, Zappalott. Warte mal, das muss ich nochmal rausholen. Leben am Limit, ich sag's euch, Leben am Limit. So, machen wir es nochmal. Also, hier gucken, da dreht man dran. Ja, warum, Zappalott, warum gehst du nicht? Das ist auf jeden Fall der Wäscheschacht. Das ist der Wäscheschacht. Versuchen wir es so nochmal. Aber einen dritten Versuch machen wir noch. Da ist der Wäscheschacht. Hier kann man Wäsche reinlassen. Ja, jetzt ist aber gut. Komm, jetzt machen wir es einfach so. Dann zeige ich es euch so. Wenn man das aufmacht, ist hier ein nettes kleines Bügeleisen. Das, was den Marv am Kopf erwischt. Und dann fällt es quasi hier so durch. Zack. Genau. Legen wir einfach wieder da rein. Das ist ein cooles Spielfeature. Und dann kann man hier wieder das Dach wieder so adaptieren. Sitzt, passt und hat Luft. Gut, und jetzt kommen wir mal hier zu dem Großen. Wo wollen wir hergehen? Sollen wir unten anfangen? Fangen wir im Erdgeschoss an oder gehen wir von oben aus? Ach, wir gehen von oben an. Komm, wir gehen von oben an. Das hat schon sehr viel Detail. Mal gucken, ob ich es überhaupt so zeigen... Oh, ich wusste, es ist schwer so zu zeigen. Macht aber gar nichts. Wisst ihr, was wir da machen? Da entkonnektieren wir das hier mal. Warte mal. Wir versuchen es mal hier zu lösen. Es sind nur so zwei... Ah. Zwei so Scharniere. So, und dann können wir bei Kevin mal ins Allerheiligste reingucken. Auch der Paul... Achso, da geht es immer durch die Gegend. Wir haben da diese Schlafcouch. Da ist so ein Spinnennetz. Da liegt der Battleplan mit der kleinen Tischlampe da. Ne? Dann ist da noch so ein Kaugummi rechts im Bild. So ein Kaugummispender. Ne? Also sehr viel Kleingedöns. Sehr cool gemacht. So. Nächster Stock. Was haben wir denn da alles? Lass mal gucken. Was ist das? Ah, wir können das Dach ja abnehmen. Wir können das Dach ja abnehmen. Na komm. So. Nehmen wir das Dach mal ab. Und ihr seht da auch wieder, wie es gebaut ist. Ne? Ich verstehe nicht. Schaut mal. Da ist alles mit weißen Plates drunter gelegt. Ne? Warum müssen die da drei, vier rote und schwarze noch mit drunter knallen? Warum? Mit welcher Begründung? Kann man es vielleicht... Ah, ich habe eine Idee, wie ich es euch zeige. Nee, so geht's auch nicht. Müssen wir gucken. Irgendwie kriegen wir es hin. So, jetzt kommt da auch ein bisschen Licht ins Dunkel. So, wir gehen mal von links rein. Das ist das Zimmer von dem großen Bruder, der mit der Tarantel. Wir haben da hinten noch so das Gewehr dran, dieses halb verkümmerte... Moment, ich versuche... Moment, wo ist es? Da. Ich muss ihn hier ranzuzeigen. Da ist ja noch dieses halb verkümmerte Regal da in der Ecke, was dann runtergeknallt ist. Ne? Sehr viele Details, eine Pizzaschachtel. Hier ist unten noch so eine kleine, diese Box da verschlossen. Ne? Und dergleichen. Dann kommt da die Treppe in der Mitte. Das ist die rauf zum Dachstuhl geht. Überall steht so ein bisschen Zeugs rum, eine Lampe, eine Kerze, hier überall an den Seiten, hier so zum Beispiel oder hier rechts, ne, auf der anderen Seite oder mitten drüber, überall diese Weihnachtsdekoration, ne, das ist an sich ganz nett. Oh, oh, das Haus geht mir gleich auseinander, ich muss mal gucken, so. Ich kann ja auch die Etage auch schon abnehmen, ist glaube ich einfacher. Machen wir es mal so. Ah, so ist doch schon viel besser. Irgendwas kullert da durch die Gegend, was ist das? Ach, das ist Geld. Ne, das sind hier Knallfrösche. Das sind so Zizzlemänner. Da ist so ein bisschen Geld. Ach so, ja. Da kann man halt nachspielen. Ah!
Da ist das Spielfeature. Jetzt erinnere ich mich. Sorry, dass ich mich nicht gleich erinnert habe. So, und zwar. Machen wir das mal zu. Man sieht ja hier. Ja, von hier kann man es ganz gut sehen. Man sieht ja hier das Regal. Ne? Und dann liegt da irgendwas drauf. Und hier hinten ist so ein schwarzer Knubbel von außen angebracht, den zeige ich gleich nochmal, wo so eine Kreuzachse dran ist. Und wenn man den dann zieht, ja, wenn es dann geht, ach, immer dieser Vorführeffekt hier. Warte mal. Warum geht das nicht? Ach, weil der Helm da drunter ist. Na, wenn man dann da zieht, ja, lass doch mal, da genau. Dann geht halt das Regal kaputt. Das ist eigentlich ganz cool so mit Fernauslöser. Da kann man halt diese Szenen halt wunderbar nachspielen. Es ist wirklich groß, das Set. Es ist wirklich groß. Kommt das da wieder rein. Zack, dann hält er wieder. Den Rest lassen wir mal da drin. Obwohl, wir können ihn auch mal rausnehmen. Machen wir einen kleinen Stuhl dran, der auch auf dem Drehsockel ist. Na, so ein bisschen Kleinzeugs. So, gehen wir mal weiter. Na, gehst du auf? Oh, krieg gar nicht mehr auf. Sag mal. So. Ne, dann ist da so ein schönes kleines Bad gefliest. Und da oben, machen wir den mal zu, damit nichts rauspurzelt. Und da oben ist dann das Elternschlafzimmer. Kann man das noch anders zeigen? Wartet mal. Ich zeig's euch mal so. Da ist dann das Elternschlafzimmer. Ne, mit dem schönen Dachhimmel, mit dem Baldachin drüber. Ne? Sieht doch ganz schön aus. Ne, überall hier so Bilder an der Wand. Da zum Beispiel von den Familienmitgliedern. Alles natürlich auf Stickern. Die Familie hat ihre Fotos auf Sticker geklebt und die an die Wand gepepst. Sehr nett. Sehr nett. Und dann noch das Erdgeschoss. Also das war ein Spielfeature hier oben. Jetzt haben wir hier oben noch andere Spielfeature. Zum Beispiel. Ich klappe das mal auf. Leider kann man... Naja, aufklappen ist auch nicht so ganz das Wahre. Ich zeige euch nochmal hier. Das sind... Bäh, jetzt reiße ich auch noch was weg, ey, eine Laterne und, oh Mann. Ich glaube, ich muss mir dafür mal meine GoPro ranholen, für sowas. Diese Knubbel, meine ich, das sind für Spielfeatures gedacht. Dafür haben wir an dem ersten Stock auch noch eins dran, das war für das Regal. Hier an der Stelle ist es dafür gedacht. Wir haben ja den Schlitten, wo ist der Schlitten? Hallo, da ist er. Da ist der Schlitten. Den Schlitten steckt man dann hier in so eine Führung rein, ich zeig's mal so. Na, da ist hier so eine Führung mit zwei... Ah, ne, hier. Hä? Ne, hier. Zeig ich euch hier. Führung mit zwei Slopes. Eins, zwei. So. Und durch diesen Drücker hier kann man den dann absausen lassen. Das funktioniert natürlich jetzt nicht, weil die Schwerkraft mit einem Weg ist. Aber dadurch kann man den Schlitten dann hier die Treppe runter segeln lassen. Ne? Ich meine, ihr seht es jetzt nicht wirklich, aber ich zeig's mal. Machen wir folgendes, machen wir die Tür auf. Vielleicht kommt er dann noch rausgesaust. So. Da ist er. Finde ich cool, dass das sogar so geht. Die haben dafür sogar extra hier eine Führung gebaut. Zum einen natürlich hier oben diese Slopes. Da und da. Ne? Aber auch an der Tür. Seht ihr es? Hier. Da. Rechts und links. Haben sie auch so diese Slopes eingearbeitet, damit er genau da reinkommt. Bei der Gelegenheit, wo ich es gerade sehe, ohne Worte, oder? Die Unterkonstruktion. Ohne Worte. Ich meine, die Farbseuche hält sich hier tatsächlich in Grenzen. Kennen wir schon schlimmer. Haben wir schon schlimmer erlebt. Oh, jetzt fängt meine Nase schon wieder an. Sorry. Ist halt immer, wenn ich mich hier so warm rede, ne? Ja, gut. Machen wir es mal auf. Jetzt haben wir hier wieder verschiedenste Spielfeatures. Wir haben zum Beispiel hier an der Seite diesen Connector. Und dann seht ihr hier die Eisenbahn. Na, das hat Kevin ja benutzt, um die feuchten Banditen etwas zu verwirren, indem er nämlich so Pappkameraden auf die Lokomotive gesetzt hat und die dann quasi hat fahren lassen. Das ist ganz schön gemacht. Ne? Man sieht dann auch hier hinten schön am... Ach, das machen wir mal zu. So. Wir sehen ja hier hinten schön den Kamin im Hintergrund, ne? Mit den Socken da dran. Na, schönes Element für den Funkenflug da dran. Ne? Überall diese grünen, roten Weihnachtsapplikationen. Da hinten der Weihnachtsbaum, sehr geil gemacht. Ne? Man hat da unten auch verschiedenste, weiß nicht, oh, ich guck mal, ob ich es euch zeigen kann.
Ja, man sieht es da, da sind am Boden auch so diese Spielzeugautos, wo sich dann der Marv oder der Harry beide zusammen auf die Backen legen. Ne? Also die tun sich ja immer richtig übelst weh da. Ne? Also denke ich mir auch so jedes Mal, als Kind, als jugendlicher Kind und so habe ich gelacht und jetzt finde ich es nur so, tut weh. Ne? Schöner Sessel dabei, ganz gemütliches Wohnzimmer. Hier unten drunter, falls euch wundert, hier sind ja so Kellerfenster angebracht. Ne? Darunter ist nichts los. Da ist halt, sind halt die ganzen Mechanismen hier halt versteckt. So, jetzt gucken wir da noch mal rein. So. Hier haben wir auf dem, das finde ich ja sensationell schön, diesen Esstisch, ne, mit dem Ventilator dahinter, die schöne Standuhr in der Ecke. Und da haben wir dann über den gleichen Connector, womit wir gerade die Eisenbahn bedient haben, können wir hier dann die Büste auf dem Plattenspieler. Den Plattenspieler finde ich sensationell, ne? Man hat im Prinzip nur so eine Platte genommen, also eine, das ist im Prinzip eine, ist das eine bedruckte? Nee, es ist nichts anderes als eine runde Fliese, sage ich mal, so eine Technik, also eine Technikfliese, sowas in der Richtung, mit einem Aufkleber drauf, ne, und dann halt diesen kleinen Roboterarm oder was das ist, ne, diesen kleinen Steuerknüppel da als Abnehmer, ne, vom Plattenspieler, finde ich geil. Man muss es nur andeuten, man weiß sofort, was es ist, ne, und dann kann man den halt auch drehen. Hier noch schön von Paris angedeutet, das Bild hier oben. Ich habe halt ich hab zu kleine Hände und zu kurze Finger. Ja. Und diese Türen hier, die werden einfach nur mit dem Plate Modified hier, werden die einfach nur angedockt. Und dann ist es soweit durch, das Thema. Ne, also, ich kann nur sagen, ich finde das Set wirklich sehr gelungen. Trotz allem, was Lego sich in den letzten Monaten und Jahren so geleistet hat. Ich finde das Set wirklich sehr gelungen. Die größten Kritikpunkte sind dabei tatsächlich. Also, eins habe ich noch vergessen. Oder? Nee, das passt, oder? Nee, ist alles okay. Die größten Kritikpunkte dabei sind tatsächlich die ganzen Aufkleber. In der Preislage hätten sie ruhig ein bisschen was bedrucken können. Seien wir mal ehrlich. Und da meine ich mehr als nur so eine Pizza. Ne, hier sind auch dann diese Käsemakaroni sind ja auch beklebt und was weiß ich nicht. Also, ha, macht. Leute, macht doch da einfach einen Druck drauf. Wo ist das Thema? Es ist doch. Ich meine, gerade so diese Essensapplikationen und so, die kann man ja in so vielen Sets mit verwurschten, ne, diese Teile. Ist ja nicht so, als wenn die dann exklusiv nur dafür gemacht werden. Ne? Ich finde die Modularität sehr cool. Man kann sich da seine Dioramen, seine Szenerien hinstellen, wie man möchte. Finde ich sehr geil. Ich klebe mal eben das Dach hier wieder an. So ist übrigens das Dach gebaut. Ich meine, es ist gut, dass es hier in Braun ist, weil. Dachstühle sind nun mal in Braun, meistens Holz, ne? Sowas. Schon okay. Hier schön mit dem Weiß wegen dem Schnee und so, weil es ist ja Winter, ne? Alles okay. Mal eben hier wieder festmachen. So, dann kann man es. Na komm, geh doch rein da. Jetzt ist er drin. Kann man den zuklappen. Und dann kommt er hier drauf. Zack. Sensationell schön. Also, wir haben es als Dekoobjekt stehen. Es ist eindeutig zum Spielen gedacht tatsächlich, dass man da auch seine Szenen nachstellen kann, dass man dann verschiedenste Dioramen sich damit konstruieren kann. Also man kann es sowohl als Display-Set als auch als Spielset nutzen. Das finde ich ist ein großer Pluspunkt, dass man es für beides nutzen kann. Ein großer Pluspunkt ist, dass es zu zweit baubar ist. Ne, weil es sind, und man kann dann quasi sagen, der eine baut das Erstgeschoss, der nächste baut den ersten Stock. Ne? Und dergleichen, der nächste baut dann hier dieses Waschhaus und dann der dritte vielleicht noch das Dach und so. Ne? Also da ist wirklich ein gemeinsamer Spielspaß tatsächlich da. Solltet ihr es noch bekommen, weil ich glaube, es ist schon bei Lego unter nicht mehr erhältlich oder schwer erhältlich oder was auch immer. Wenn ihr es bekommen solltet, schlagt da auf jeden Fall zu. Setzt euch hebt euch das auf jeden Fall für die Weihnachtszeit auf und damit setzt ihr euch mit eurem Partner oder euren Kindern dann hin und baut das zusammen. Das ist ein Riesenspaß tatsächlich. Und es macht richtig Laune, das Ding zusammenzustecken. Das ist ein Riesen-Pluspunkt, dass man dadurch auch dieses Gemeinschaftliche haben kann. Einen halben Pluspunkt gibt es dafür, oder ich sag mal so einen halben Minuspunkt gibt es dafür, dass sie trotzdem, dass sie sehr we obwohl sie sehr wenig falsche Farben verbaut haben, also unsinnige Farben verbaut haben, haben sie. Ja, sie haben, obwohl sie wenig unsinnige Farbe verbaut haben, haben sie aber welche verbaut. Und das. Ja, das sollte eigentlich bei keinem Set in dieser Preiskategorie der Fall sein. Ich habe ein Verständnis dafür, wenn ein Set ist, was
20, 30 Euro kostet, dass sie da natürlich auch ein bisschen in die Einsparung gehen. Da habe ich volles Verständnis für. Aber wenn ich 250 Euro verlange, habe ich kein Verständnis für. In keinster Weise. Ja. So, und das muss auch nicht sein. Ja, und das wird hier einfach dann wieder hinten angedockt. So. Das Schöne ist, man trifft die Technik-Pins sofort aufgrund der Kreuzachsen, die man als erstes adaptiert, weil die sind etwas länger. Und dann kann man den hier so. Ja, sag ich so einfach in meinem jugendlichen Leichtsinn. Natürlich geht es. Ja, es scheint natürlich nicht zu gehen. Jetzt geht es. So. Mit ein bisschen guten Willen. Oh, jetzt höre ich die Tür hier nicht zu. Moment, ich muss die Tür eben zumachen. Sonst zieht es nämlich. So. Und damit hätten wir Kevin. Das Kevin allein zu Hause. Jetzt habt ihr es auch mal gesehen. Ich habe es seit, ja, über einem halben Jahr bei uns schon rumstehen. Und wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Bau. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir wieder dran vorbeigehen. Und jeder, der zu uns zu Besuch kommt, der das Haus noch nicht kennt, denkt sich, oh, was ist das denn für Cooles? Und dann zeigt man hier so, ja, das kann man selbstverständlich aufklappen und hier und so und ne. Es ist auf jeden Fall cool für Jung und Alt. Es ist zwar ab 18 freigegeben, aber Kinder können das auch bauen, keine Frage. Die Aufkleber würde ich wahrscheinlich als Erwachsener draufbringen lassen, weil als Erwachsener aufbringen, weil sonst versaut ihr euch alles, wenn ihr sie drauf macht. Ich würde sie, ja, nee, doch, weil verschiedenste Sachen, ihr müsst sie drauf machen, zwangsläufig. Allein wegen der Gleise von der Modellbahn, das ist ja ein Aufkleber, diese Gleise auf den kurvigen Fliesen. Ne? Ja, gut. Ah, mein Näschen, ey, das macht mir echt wieder zu schaffen hier. Das ist halt, wenn warm ist und ich bin im Keller. Gucken wir mal. Kriegen wir alles hin. Schön. Dann freut es mich, wenn euch das Set gefallen hat. Mir hat es sehr gut gefallen, trotz der aktuellen Situation mit dem Hersteller. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Wir haben es gekauft, bevor wir das großartig mitbekommen haben. Oder wir haben es noch nicht mal gekauft. Wir haben es geschenkt bekommen sogar. Wir haben es sogar geschenkt bekommen. Habt auf jeden Fall ganz viel Spaß mit diesem Set. Wenn ihr es habt, solltet ihr irgendwelche Fragen haben, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne einen Daumen da lassen. Ne? Dann bekommt ihr auch die nächsten und ne, die nächsten Videos und so, kriegt ihr dann auch sofort live mit. Wäre ganz cool. Oder wenn ihr mich bei Twitch mal besuchen würdet. Montags, Mittwochs und Freitags bin ich bei Twitch live. Dort baue ich nicht nur, dort spiele ich auch ein bisschen was. Und wir unterhalten uns nett. Über Bausteine, über Gott und die Welt oder was weiß ich, über das Liebesleben der Pflastersteine. Wir werden was finden. Ne? Kommt einfach rein. Oder Instagram, da kriegt ihr auch alles mit. Und dann hätte ich gesagt, macht euch noch einen schönen Tag, baut was Schönes, wenn das Wetter nicht so gut wird. Es wird leider, was heißt leider, es wird gut. Deswegen hätte ich gesagt, wenn ihr dieses Video geschaut habt, sofort raus an die Sonne, noch ein bisschen Vitamin D tanken. Und werde ich gleich auch noch machen. Und ja, dann hätte ich gesagt, macht euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.